Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wild Shade. So, die nächsten Rennen sind hier online. Ich bin noch nicht viel geritten, ich glaube, ich bin eins geritten oder sowas. Also wirklich noch gar nicht viel. Und zwar Tal der Laternen bin ich geritten. Und was jetzt auch wieder drin ist, oder beziehungsweise diesmal hier bei den Turnieren drin ist, ist der gefrorene See. Und ich bin mir gerade nicht sicher, hatten wir Ribbon Road schon? Ich bin mir nicht sicher. Bei den Rennstrecken haben wir den Windmühlenhügel, die Kristallminen und die Wolkenbrücke. Kristallminen und die Wolkenbrücke kenne ich schon. Kenne ich den Windmühlenhügel auch schon? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber Leute, wir werden heute weiter racen. Hazel Bell ist ja nach wie vor mein bestes Pferd, ist mittlerweile auf Level 25. Trotzdem würde ich heute mal mit einem anderen Pferd starten. Und zwar möchte ich mit euch Ribbon Road mal reiten. Und wir nehmen dafür Milo Whiskey. Mit dem möchte ich jetzt hier mal ein Rennen reiten. Es sind jetzt übrigens auch auf dem Discord von Wildshade weitere Man-Styles zur Verfügung gestellt, wo man so ein bisschen voten kann. Und oh mein Gott, sie sind so hübsch, Leute. Sie sind unfassbar schön. Aber ich hoffe erstmal, dass ich hier so ein Pferd der Farbe Kiesel mal noch irgendwie bekomme. Oh, das war ein perfekter Start. Oh, nice. Mein erster perfekter Start und ich habe ihn hier live aufgenommen. Ihr seht ihn zwar nicht live, aber ich habe ihn live aufgenommen. Oh Mann, oh Mann. Oh nein, 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 nein. Das war nicht so gut. Ich weiß es nicht. Kenne ich die Strecke schon? Also mir kommt sie gerade irgendwie unbekannt vor. Das muss nichts heißen. Weil ich bin ja häufiger schon mal so ein bisschen Brain AFK unterwegs, aber yes, ich habe ihn getroffen. Der Sturm bringt sehr, sehr viele. Oh, da ist die Abkürzung. Der Sturm bringt sehr viele Punkte, wenn man damit trifft. 35 Punkte, das ist schon ordentlich. Ich glaube auch, das liegt daran, weil es einfach ein bisschen schwerer ist, damit zu treffen. Weil der jetzt nicht so direkt auf ein Ziel geht. Ach, Schidde. Schidde. Also, oh, was hat denn der da neben mir gerade für ein Pferd gehabt? Palomino-Schecke? Ich dachte, Palomino ist noch nicht drin. Und da sind jetzt mit dem Update, nee, ich glaube, die neuen Farben, die reinkommen sollen, noch sind noch nicht reingekommen. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ach, jetzt habe ich den, ich habe den Sturm verquatscht. Ach, wie ärgerlich. So, jetzt haben die aber alle die Wurzeln. So. Das bringt mir jetzt aber auch nicht mehr allzu viel. Aber was wie 8? Ich bin doch als Dritte ins Ziel gekommen. Ja, ich wollte schon sagen, hier, wie beim letzten Rennen in der letzten Folge. Also es war nicht gut, aber es war okay. Ich habe immerhin direkt die vollen Punkte. Aber ich kann mich da null dran erinnern. Ich weiß nicht, ob ich die Strecke schon geritten bin. Keine Ahnung. Also da bin ich jetzt gerade echt überfragt. Aber macht ja nichts. So, Milo Whiskey hatte ein Level-Up und hat Punkte dazu bekommen bei Stärke, Beschleunigung, Agilität und Tempo. Das ist großartig. So. Guck mal, prompt habe ich mir schon etwas hochgearbeitet. Momentan ist es halt im Endeffekt egal, wie viele Punkte man bekommt, denn man kann sich ja, wie gesagt, als Beta-Tester unbegrenzt viele Sonnenkristalle und Mondmünzen holen hier über den Shop. Das geht, ohne zu zahlen. Von daher ist es jetzt egal, aber es wird halt später nicht mehr egal sein. So. Wir reiten ein weiteres Rennen, und zwar den gefrorenen See. Und da werde ich mal noch ein anderes Pferd reinnehmen. Ich weiß noch nicht genau, wen. Nehmen wir Chili Topaz oder nehmen wir Rosie Prince? Die ich, glaube ich, erst noch umbenennen werde. Ich glaube, wir nehmen Rosie Prince, aber ich finde irgendwie, ich finde, Rosie klingt zu stutig und Prince ist ja ganz eindeutig nicht stutig. Also machen wir daraus einfach mal Rosie Princess. Haha, wie naheliegend. Ich finde sie total schön. Ich finde sie echt goldig. So, sie begleitet uns jetzt auf jeden Fall auf dem gefrorenen See, ist auch eins meiner besseren Pferde.
Übrigens habe ich jetzt das iPad ganz leise gestellt, also jetzt dürftet ihr echt nichts hören. Ich habe mir noch ein paar In-Ear-Kopfhörer ganz billige besorgt, bestellt. Oh, das war nicht, das war nur ein guter Start. Das habe ich noch nicht optimal hinbekommen. Kann ich auch gerne mal ein Video zu machen, wie man den perfekten Start hinbekommt. Das interessiert bestimmt auch viele von euch. Ich habe es tatsächlich auch momentan noch nie so oft hinbekommen. Ich weiß aber, wie es funktionieren sollte. Das heißt, ich werde das auch mal noch ein bisschen üben. Und dann werde ich wahrscheinlich auch mal ein Video dazu hochladen, wie das funktioniert. Ich habe mir sowieso schon überlegt, dass ich hier wirklich schaue, dass ich ein bisschen tiefer in die Materie komme und ich euch dann auch wirklich so ein bisschen Tipps und Tricks Videos hochladen kann, wenn ihr Bock drauf habt. Also, weil, wie gesagt, mir macht das Spiel, ich muss ehrlich sagen, überraschenderweise sehr viel Spaß. Also jetzt nicht, dass ich das total im Vorfeld so gesagt habe, boah, wird mir eh keinen Spaß machen. Aber ich hatte jetzt einen Kommentar gelesen von einer Zuschauerin. Die hatte geschrieben, es sieht irgendwie nicht so, es sieht irgendwie so langsam aus. Man kriegt nicht so ein Gefühl für die Geschwindigkeit. Und ja, jetzt gerade eben an der Stelle war ich auch tatsächlich langsam, aber ich kann es tatsächlich auch nachvollziehen, was sie meint. Denn das war eine ähnliche Einschätzung, die ich gehabt habe, als ich die ersten Gameplay-Videos, als ich die gesehen habe, da habe ich mir auch gedacht, ja, es sieht cool aus. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, es ist halt ein Mobile-Spiel. Was eventuell auch für den PC noch kommen könnte, wenn es denn gut genug läuft am Handy und genug Interessenten findet und Spieler. Oh, wie schön, wie hübsch der Rowan. Rowan hätte ich auch gerne noch. Und da habe ich auch gedacht, ja, ich weiß es nicht. Ob das jetzt so, es sieht irgendwie nicht so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Aber es sah mir irgendwie so ein bisschen zeitlupenmäßig aus. Auch nicht das richtige Wort, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ich wurde aber tatsächlich wirklich eines Besseren belehrt. Und ich will es jetzt nicht schönreden. Ich wurde eines Besseren belehrt, als ich es gespielt habe. Mir hat es dann so einen Spaß gemacht, wirklich ab dem Tutorial schon. Das Tutorial hatte ich ja auch gezeigt und habe es nachkommentiert in der ersten Folge. Und es, also wirklich, ab dem Tutorial war der Spielspaß da. Und ich habe das an dem langen Wochenende zum ersten Mal gespielt. Also war ja nicht bei jedem langes Wochenende, aber bei uns war der 1. November ein Feiertag. Und ich habe da so reingesucht, das ist, Dennis meinte auch, er sagte dann so, hast ja das Spiel ja schon fast durchgespielt. Na, kann man ja nicht durchspielen. Aber ja, ich habe halt wirklich viel, viel, viel Zeit investiert an diesem langen Wochenende schon in das Spiel. Also klar, andere haben noch mehr Zeit schon rein investiert, die sind schon noch deutlich weiter. Aber für meine Verhältnisse, weil ich ja doch auch noch sehr viel anderes um die Ohren habe, war es schon viel Zeit, die ich rein investiert habe. Und das ist für mich persönlich immer ein gutes Zeichen, wenn ein Spiel das schafft, dass ich das tue. Und oh mein Gott, wir sind als Erste durchs Ziel geschlittert. Sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht, meine kleine Rosie. Ich würde sie Rosie nennen wollen. Boah, gucke mal. Fast die 3000 mit einem noch nicht trainierten Pferd. Das ist ja mal eine Hausnummer. Das ist eine Ansage. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Boah, guck mal, das gab auch ordentlich Punkte. Tempo gab viele Punkte. Das ist schön. Beschleunigung wäre mir wichtig. Da ist ja, wie gesagt, Hazel nicht so gut. Wann gibt es denn das nächste Pferd? Ich glaube, auf 20 gibt es das nächste Pferd. Nee, auf 20 nicht. Oh, da gibt es eine Mähne auf 22. Hier, oh, ein Schimmelchen auf Level 24. Ja, das haben wir ja, ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ja, cool. Muss ich auf jeden Fall aktiv spielen. Vielleicht werde ich am Wochenende auch noch mal ein bisschen aufnehmen, aber wieder mit einem anderen Mikro. Da werde ich dann ein anderes Mikro mitnehmen und das wird jetzt auch nicht so. Ja, vielleicht mal gucken, was ich da noch alles hinkriege. So, Tal der Laternen würde ich auch noch mal reiten. Das reite ich jetzt aber mal noch mit Chili Topaz.
Dann haben wir jedes der neuen Pferde einmal im Rennen gesehen in der heutigen Folge. Und dann, wie gesagt, ich muss mal gucken, habt ihr Bock auf solche Tipps- und Tricks-Videos, die vielleicht auch den Einstieg erleichtern, wenn ihr jetzt gerade noch nicht spielt und dann aktiv einsteigen wollt? Da war er wieder, der perfekte Start, wenn es dann losgeht. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch das wünscht, wenn ihr da Bock drauf habt, generell. Oder wir vielleicht auch schon mal so extra Zuchtfolgen machen, wo wir gar keine Rennen reiten. Die Zucht ist hier zwar nicht so schön inszeniert wie bei Alicia Online, das muss man ja auch sagen. Wie gesagt, es ist halt... Ich will eigentlich nicht immer vergleichen, aber es lädt halt zum Vergleichen ein. Und, ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, ich habe richtig Bock auf Wildshade. Also es ist unerwarteterweise für mich, eins meiner aktuellen Hype-Spiele geworden, tatsächlich. Es ist krass. Das ist echt krass, damit hätte ich, wie gesagt, nicht unbedingt gerechnet. So, jetzt war doch hier gleich... Irgendwo kommt hier dann auch noch eine Abkürzung nach links. Hier ist sie doch gleich, oder nicht? Und in der Abkürzung gibt es auch nochmal die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Oh, hätte ich vielleicht doch nicht so lang behalten sollen. Hä, ich habe die Abkürzung verpasst? Oder war das gar nicht hier? Bin ich jetzt schon wieder... Oh no! Oh, Glück gehabt! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe das ganz böse Eis bekommen. Jetzt habe ich eine Bubble. Was will ich denn jetzt mit der Bubble? Bubble la bub. Ah nein! Oh ja doch. Ho, Bubble. Ho, sie hat mich gerettet. Ja, ich wollte die Bubble aber sowas von. Die kam im perfekten Zeitpunkt. Jump. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich wollte gerade sagen, der hat auch ein Kristall. Shit. Zu spät gecheckt, was da abgeht vor mir. Oh no. Oh no, oh no. Ach, da kam... Ich weiß nicht, ist das da rechts eine Abkürzung oder kam da die Abkürzung schon wieder raus? Ich weiß es nicht. Das war eine Abkürzung. Guck mal, da kommen sie gerade raus. Gut, dann weiß ich jetzt auch, wo die hier ist bei der Strecke. Das war jetzt noch nicht unbedingt ein... Ach, shit, ich hab gehofft, ich komm vorbei. Das war jetzt noch nicht unbedingt ein Rennen, wo ich mich so extrem mit rumbekleckert habe. Was will ich denn hier hinten mit der Bubble? Also die brauche ich jetzt hier wirklich nicht. Okay, wir sind gleich durch. Jetzt ein Sprint wäre nochmal cool. Da konnte ich nochmal jemanden ausbremsen. Reicht es? Es reicht für den ersten. Knappe Kiste, aber es hat gereicht. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Kurz vor Joy Smoke Blue. Mega cool. Guck mal, wir haben die 3000 geknackt. Richtig, richtig nice. Und das mit einem Pferd, was noch gar nicht so krasse Werte hat. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Feiner Chili. Und guck mal, die Beschleunigung, die halt wirklich grottig ist bei ihm, was ich ja nicht mag, die hat aber ordentlich dazu gewonnen. 5 Punkte, genauso wie das Tempo. Das ist echt großartig. Und ich finde Chili Topaz auch super mega knuddelig. Und wir haben 100 Mondmünzen bekommen für den Rangaufstieg auf Level 19. Sehr schön. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle aber für heute von euch. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Video und habt Bock auf die nächste Folge. Wenn ich das hinbekomme, dann wird die auch schon morgen kommen. Mal gucken, ob ich es noch hinkriege. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal in Wildshade. Macht's gut, haltet die Ohren steif und nicht vergessen, kommentiert, habt ihr Bock auf Tipps und Tricks? Lasst es mich wissen. Bis dahin. Tschüss!